Port Elizabeth ist die zweitälteste Stadt in Südafrika und befindet sich in der Nelson Mandela Bay. Hier war auch Tourstop für die beiden Triathleten Christian Bruckner und Oliver Dreyer. Und gleichzeitig auch Startpunkt für eine große Herausforderung, den Ironman in Südafrika. Mittlerweile ist gut eine Woche vergangen. Die Speicher werden wieder aufgefüllt, der Hunger ist riesengroß. Schlaf, Pensum brauche ich auch ziemlich viel. Körperlich geht es mir relativ gut wieder. Ja, ich war geglaubt, ich komme heim und gehe gleich wieder eine Skitour. Und zum Glück haben wir meine Kollegen alle nacheinander nur ein wenig angesagt, weil der eine das macht und der andere das andere. So habe ich mich auch ein wenig ausschlafen können dann am nächsten Tag und man merkt wirklich, dass doch nur ein wenig der Körper noch ein wenig Ruhe braucht und nach dem verlangt. Logisch, nach einer Distanz, wie sie der Ironman abverlangt, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Ich bin nur mit einem kleinen Ziel hingegangen, Quali für Hawaii. Dementsprechend war die Anspannung schon relativ groß im Vorfeld schon. Wobei, dass ich die letzten zwei Nächte relativ gut geschlafen habe, das war vor zwei Jahren in Klagenfurt nicht der Fall. Da habe ich zwei schlaflose Nächte gehabt. Ja, die Wochen im Vorhinein war sehr durchwachsen, sehr windig. Dementsprechend haben sie hohe Wellen aufgebaut. Schwimmtraining ist nur bedingt gegangen. Ja, da ist die Anspannung auch immer größer geworden, wie das Schwimmen eigentlich im Indischen Ozean funktionieren könnte. Aber am Renntag hat dann zum Glück alles gepasst. Ja, das Rennen war eine Wahnsinnsgeschichte. Von der Vorbereitung her, sage ich einmal, war es natürlich, über so ein langes Rennen muss man sich vorbereiten. Ich habe es beim Radfahren ein wenig vernachlässigt. Das hat man nachher dann eher am Radl die Haltung, sage ich einmal, sehr weh da. Und man muss sich dann doch über die Distanz beißen. Das war ein wenig schwierig. Aber das Tempo macht sich fertig und so habe ich einfach ein bisschen nachgegeben und habe es auch schön finishen können und habe den Bewerb genießen können. Ich war schon bei so vielen Rennen auf dieser Welt, habe schon wirklich schon viel erlebt. Nur das, was ich dort erlebt habe, war wieder ganz was Neues für mich. Es hat schon angefangen schon vor dem Rennen. Ich war nervös, wie wenn ich noch nie irgendwo ein Rennen gemacht hätte. Aber ich glaube, das muss da sein. Du brauchst ein bisschen Anspannung, innerliche, und die ist dann eh zum Kick weg, wenn die Kanone schießt. Im Wasser hätte ich glaubt natürlich eher am zweiten Tag, wie wir da geschwommen sind, aber nach, mit 2 Stunden 20, das ist die Delta-Zeit, was du haben musst, dass du auf das Rad aufsteigen darfst, das wird knapp. So hoch waren die Wellen für mich mit einer Hand. Was am Renntag zum Glück nicht ganz der Fall war, dass da einfach auch besser war von der Tagesverfassung her. Was nachher noch dazugekommen ist, ist sicherlich das Publikum. Das Publikum war weit und breit auf der Strecke vor Ort. Haben mich wirklich gescheit gepusht. Die haben immer gesagt, come on, der weiter geht schon, das schaffst du. Und haben wir jetzt Runden für Runden, ist das Feuer immer mehr und mehr geworden da unten bei den Leuten. Und ich bin mir geglaubt, bei der ersten Runde, wenn ich vorbei bin, dann kann ich mal gehen ein Stück oder kann umfallen oder sonst was. Aber die waren überall. Da habe ich nichts umfallen können. Und es war auch gut. Und da bin ich eigentlich schön reingekommen in meinen Lauf. Und es war eine gewaltige Stimmung. Und ich glaube, das macht das Rennen ganz besonders, dass man in so einer lässigen Kulisse dort dann den abschließenden Laufen hat und da vergisst man auch die Schmerzen. Angefeuert von den Fans, die mitgereist sind, haben die beiden eine Sensation an Zeit und Leistung hingelegt. Oliver Dreyer bezwingt die Distanz in 10 Stunden, 35 Minuten und 38 Sekunden und legt damit ein perfektes Resultat hin. 27. in seiner Klasse und gesamt finisht er auf Platz 188. Die Zeit von Christian Bruckner von 9 Stunden, 37 Minuten und 53 Sekunden bedeutet gleichzeitig den 6. Platz in seiner Division und Gesamtrang 52. Mit diesem Ergebnis geht es zuversichtlich in die nächsten Rennen. Jetzt muss ich den ganzen Körper von Langdistanz auf Kurzdistanz umbauen. Jetzt habe ich mit meinem Trainer Gerhard Zallinger schon telefoniert.
Und natürlich ist es in der kurzen Zeit, bis Ende Mai ist es in Lissabon, die Triathlon-Sprintdistanz, Europameisterschaft. Wird jetzt eine knackige Geschichte und da wird uns sicher nicht fad werden. Es geht dann weiter mit London. Oben in Glasgow habe ich dann einen Weltcup. Das ist 3 Wochen später. Und dann noch im Juli die Weltmeisterschaft in Rotterdam. Das sind alles kurzfristige, kernige Sachen, bei denen ich mein Bestes geben möchte. Ja, ich habe heuer nicht recht viel Rennen, dafür lauter große Rennen. Das nächste große ist Mitte Juli die Challenge Rot. Ebenfalls eine Langdistanz, möchte Vorarlberg-Weltmeister werden, mit einer Zeit unter 9 Stunden in die Langdistanz finishen. Vielleicht mache ich St. Pölten noch die Mitteldistanz, Halb-Ironman. Muss ich aber eher kurzfristig entscheiden, wie die Regeneration jetzt verläuft. Und dann natürlich die Europameisterschaft noch Anfang September in Walchsee. Und das große Saisonhighlight natürlich Hawaii, die Ironman-WM in Hawaii. Es ist am 8. Oktober. Ja, und bis dahin habe ich noch 2 Vorbereitungsblöcke wieder, jetzt bis Juli und dann wieder bis Oktober. Und ich möchte mich jetzt gleich einmal offiziell bedanken bei meiner Familie, die was mich da so großartig unterstützt für das Ganze. Und natürlich bei meinen Ausrüstern und Partnern, die was großartige Arbeit leisten.